Ich habe so viele Kommentare von euch bekommen, auch E-Mails und andere Zuschriften, zum Beispiel auch über Insta. Und es ist eigentlich immer nur die gleiche Frage, was macht man jetzt? Was passiert jetzt denn mit Cakewalk? Und müssen wir jetzt alle CWP-Projekte wegschmeißen, wenn wir nicht bereit dafür sind, Geld zu zahlen? Klären wir doch jetzt halt. Sei gegrüßt, Andy. Kann ich denn auch in Zukunft mit meinem Bandlab-Account Cakewalk in meinem leistungsstärkeren Computer installieren? Aus Finanzgründen kann ich diesen erst Ende des Jahres mir anschaffen. Liebe Grüße, Thomas. Es wird wahrscheinlich so sein, dass irgendwann dieser Cakewalk-Installer bzw. der Bandlab-Assistant-Installer eingestellt wird, weil die möchten natürlich auch ihr Verkaufsprodukt pushen. Das heißt aber nicht, dass wir dieses Cakewalk bei Bandlab nicht mehr installieren können. Wenn du es über den Cakewalk-Installer installierst, wird im Download-Ordner ein Unterordner namens Cakewalk angelegt und da ist dann die komplette Offline-Installation von Cakewalk, der ganzen Instrumenten-Suite etc. ist alles dabei in so ausführbare Exe-Dateien. Und den Ordner durst du einfach sichern und dann kannst du es auch nachträglich nochmal installieren. Die einzige Frage ist dann, wie lange man das Ganze dann aktivieren kann. Für Audio und MIDI werde ich das kostenfreie Cakewalk weiterhin nutzen. Es muss nicht immer das neueste und teuerste sein. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass ich da so einen Heulkrampf hatte. Ich hatte tatsächlich doch die Tränen in den Augen, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt haben wir den Kanal so weit, dass wir über 1000 Abos haben und ich auch jetzt hier mit der Kanalmitgliedschaft an der Werbung, die so oder so geschaltet wird, endlich auch mal so ein bisschen Geld verdiene. Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir so eine Community und jetzt kam ans daher und sagen, jetzt kostet das Ganze was. Das heißt nicht, dass wir jetzt auch alle dafür zahlen müssen. Das kostenlose Cakewalk bei Bandlab wird es weiterhin geben, auch wenn es dann irgendwie eine neue Sonar-Version gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt ja immer noch das Audi Sonar Platinum, das von 2016 ist. Und es gibt auch noch viel ältere Versionen, wie zum Beispiel das Sonar 8.5. Und da kenne ich Leute, die arbeiten immer noch damit. Es geht nur ums Geld, leider also doch auf Linux umsteigen. Ja, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass sie da mal Geld verlangen möchten. Sie möchten ja auch ein bisschen was dran verdienen. Man muss auch sagen, sie machen in der Weiterentwicklung oder das, was mit Cakewalk bei Bandlab auf die Beine gestellt haben, haben sie wirklich eine geile Software weiterentwickelt. Die war ja vorher schon gut und sie haben sie immer nur verbessert, zumindest aus meiner Sicht. Ob man jetzt deswegen aber auf Linux umsteigen muss, nur weil das kostenlos nicht weiterentwickelt wird, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Weil ich habe es einmal probiert, das Linux Mint ist ja da hervorragend dafür geeignet. Und wenn man es mal installiert und es läuft, ist alles wunderbar. Nur ich habe da ein paar Probleme damit. Zum einen, irgendwas nachträglich installieren ist die Hölle, weil du musst dann wirklich, ja, schon fast scripten können und dich mit Linux sehr gut auskennen. Vor allem, wenn du irgendwelche Hardwarefehler hast, die zu beseitigen. Und die meisten VST-Plugins, beziehungsweise es gibt überhaupt kein VST-Plugin, was mit Linux läuft, soweit ich weiß. Und es wäre für mich dann schon ein Schlag in die Magengegend, weil ich ja doch mittlerweile ein bisschen was ausgeben habe für meine ganzen VST-Plugins. Allein die ganzen, das ganze Native Instruments Complete. Das war echt bitter, wenn ich das nicht mehr hernehmen kann. Das meinte ich vor kurzem. Was macht man, wenn man ein paar Projekte in der Mache hat? Mann ey, du bist ja richtig betroffen. Ja, lieber Olli, da hast du völlig recht. Ich mache ja, seit ich Musik am PC mache, nutze ich ja nur Cakewalk. Ausschließlich seit, mal lass mich überlegen, ich bin jetzt so schlecht im Rechnen, auf jeden Fall über 20 Jahre, auf alle Fälle. Und da habe ich ja schon immer alles im CWP-Format abgespeichert, beziehungsweise ganz früher, als ich nur mit MIDI gearbeitet habe, ohne irgendwelche Audio-Files, da waren es noch WRK-Dateien. Und wenn ich das jetzt nicht mehr nutzen kann, das war ja extrem scheiße. Ja. Aber wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Angst davor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch sehr, 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 sehr viele Jahre Cakewalk bei Bandlab nutzen können. Auch wenn dann irgendwann schon Sonar raus ist. Servus Andi und vielen Dank für die schlechte Nachricht. Über kurz oder lang wird das wohl auf ein Verschwinden der Gratis-Version hinauslaufen. Was ist, wenn etwa meine SSD ihren Geist aufgibt und ich alles neu installieren muss? Wenn ich mein Windows mal wieder auffrischen und dazu neu installieren will? Wenn Microsoft eine grundlegende Änderung in Windows einführt, aufgrund welcher Cakewalk bei Bandlab beginnt zu husten oder den Dienst komplett quittiert? Meine größte Sorge ist dann tatsächlich, gibt es dann irgendein Update bei Windows, das mir so dazwischenfuscht oder irgendwelche Sachen so grundlegend ändert,
dass ich Cakewalk bei BandLab nicht mehr nutzen kann. Aber das Gleiche habe ich mit Sonar Accord, diese Ängste, und die haben sich überhaupt nicht bewahrheitet. Es läuft alles nach wie vor. Es ist jetzt zwar so, dass Windows 10 ja jetzt der Support bald eingestellt wird. Es gibt es ja auch schon wieder seit 2016 und dann kommt Windows 11. Aber mit Windows 11 läuft ja das jetzige kostenlose Cakewalk bei BandLab schon. Das heißt, ich würde mir da jetzt mal mindestens bis, sagen wir mal, Windows 13 keine Gedanken machen, ob wir Cakewalk bei BandLab immer noch nutzen können. Andererseits bin ich gespannt auf das Preismodell. Da bin ich auch ziemlich gespannt, ja, wie ein Flitzebogen. Was haben wir dann? Haben wir ein Abo-Modell? Ist es dann so ein Abo-Modell wie zum Beispiel Adobe? Das heißt, du musst monatlich zahlen und sobald du die Zahlung einstellst, kannst du die Software nicht mehr nutzen. Oder ein Abo-Modell, was ich mir sogar eingehen lassen würde, das war damals auch bei Sonar so, wenn du für mindestens 12 Monate ein Abo gemacht hast, dann konntest du nach diesen 12 Monaten, wenn du es gekündigt hast, die Software weiterhin komplett nutzen. Die einzige Einschränkung war da, du konntest keine Updates mehr beziehen. Dafür musstest du dann wieder ein Abo buchen. Es bleibt einfach abzuwarten. Und vor allem, was mich am meisten ja interessiert ist, wenn es dann diese kostenpflichtige Version gibt, wenn es Sonar dann rauskommt, sind dann schon Features dabei, da wo ich sage so, ach ja, dafür darf ich sogar Geld zahlen. Oder ist es dann einfach nur ein Cakewalk bei BandLab, das jetzt Sonar heißt und erstmal sonst nichts Neues kann. Dann ist es natürlich für mich uninteressant. Ja, bleibt auf alle Fälle hier bei dem Kanal, macht's ein Abo, weil sobald natürlich das neue Sonar rauskommt, werde ich mir das holen, installieren und ausprobieren, damit ihr das nicht machen müsst. Never change a running system. Ich vermute nur, dass die sehr praktischen Online-Geschichten wegfallen werden. Ja, Robby, da bin ich mir jetzt auch. Die Online-Geschichten, ich gehe mal davon aus, du meinst die Kompatibilität mit der BandLab-App, dass ich da austauschen kann. Weil da soll es jetzt auch eine neue Software geben, die heißt dann Next. Und das, so wie es aussieht, ist es genauso wie BandLab so eine Browser-DAW, die es dann auch als App gibt. Wer diese Online-Features sowieso nicht annimmt, der braucht erst recht keine Angst haben, dass Sonar ihm dann das Wasser weggräbt, was Cakewalk bei BandLab betrifft. Megan Semper ist sich ziemlich sicher, dass wir ein Bezahl-Abo bekommen. Die ziehen Waves-Ding ab, auch wenn ich mir Cakewalk fast in Gänze nun angeeignet habe. Wenn die das bringen, bin ich weg. Ich kann den Frust schon verstehen, das klingt so ein bisschen so, gell, wie jetzt würde man jetzt jahrelang die User mit einer kostenlosen Version anfüttern und dann sagt man so, ha, jetzt müsst ihr was dafür zahlen. Aber ich bin mir auch hier wieder ziemlich sicher, dass man hergeht und sagt, hey Leute, ihr könnt Cakewalk bei BandLab einfach weiterhin nutzen, wenn euch diese alte Version dann reicht und wenn ihr eine neue haben wollt, dann müsst ihr dafür zahlen. Und der Manni fragt, wo ich denn die Information überhaupt her habe. Und da muss ich sagen, das war totaler Zufall. Also es ist nicht so, dass ich einmal in der Woche auf cakewalk.com raufschaue, was gibt es da Neues. Ich war so auf Facebook, war so am Durchsurfen und dann ist mir ein Post aufgefallen. Cakewalk hat sein Profilbild aktualisiert. Und ich habe mir erst noch gedacht, hey, was ist denn mit dem Logo los? Das Logo, das stimmt überhaupt nicht, das ist ja viel zu dünn. Und dann schaue ich mal drauf und dann sage ich, oh Gott, Sonar kommt wieder. Und das war dann für mich so gleich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt ist es soweit. Jetzt wird alles gesperrt und wir haben alles verloren. Aber ich darf selber den Teufel nicht an die Wand malen. Warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. Aber es geht ja nicht nur um dieses Cakewalk Sonar Update. Wir haben ja auch noch andere Fragen. Zum Beispiel Chris, wieder danke für den sehr informativen und hilfreichen Einblick. Eine Frage, arbeitest du meistens mit 100%iger Quantisierung? Würdest du das empfehlen? Viele Grüße aus dem Sauerland bei Arnsberg. Es kommt meiner Meinung nach immer darauf an, welches Genre an Musik du machst. Machst du Techno oder generell elektronische Musik? Da ist es ja meistens klar, dass die wirklich 100% quantisiert werden muss. Wenn ich dann irgendwie ein klassisches Stück oder so eine Indie-Pop-Nummer zum Beispiel machen möchte, wo ja alles organisch wirken soll und handgemacht, dann wirst du mit 100%iger Quantisierung eher nicht weit kommen. Mach es so, wie es dir gefällt und es sich für dich gut anhört. Das ist immer so meine Herangehensweise. Ich kann dir nicht mal sagen, ob das immer 100%ige Quantisierung ist oder zum Beispiel 80%ige. Ich verlasse mich immer auf mein Gehör. Genial, was Cakewalk da alles bietet. Im Grunde bräuchte man gar kein Keyboard. Die Noten kann man alle mit der Maus eingeben.
Lieber Manni, so mache ich das tatsächlich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, weil damals hat sich der kleine Andi sowieso kein Keyboard leisten können und irgendwann, wie er soweit war, war er dann geizig dafür, dass er sich ein Keyboard kauft. Und ich habe es mir dann schon im Laufe der Jahre mit das Einklicken angewöhnt. Und ihr habt es ja schon gesehen über das letzte Video mit der Pianorolle, wie einfach das mit der Maus teilweise geht. Und auch hier kann ich das dann nachträglich wieder kombinieren, dass ich dann mit Cakewalk Cal irgendein Humanize drüber laufen lasse, damit es wieder organischer klingt. Ich kann dann mit dem Velocity Plugin eine zufallsbasierte Anschlagstärkenänderung machen, dass es auch so ähnlich klingt, wie jetzt hätte ein Mensch eingespielt. Die ganzen Songs, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, das sind die wenigsten, habe ich die wenigsten mit einem echten Piano eingespielt. Und so schlecht kann das selbst eingeklickte gar nicht gewesen sein. Ich meine, immerhin haben wir es 2018 im August mit einem Song in die Liederbestenliste geschafft und das ganze Album ist anfangs 2019 sogar beim Preis der deutschen Schallplattenkritik als bestes Album in der Kategorie Rock nominiert worden. Also so schlecht kann meine Arbeit mit der Maus gar nicht gewesen sein. Hättest du das nicht lassen können, spielst du doch nicht ein F Major 7. Ja, kurz klug geschissen. Das ist tatsächlich, ich hätte es tatsächlich so lassen können, weil ich da auch ein F Major 7 spiele. Genau. Gut beobachtet. Oder hingehört. Ich auf der Suche nach einem Klavier und Cakewalk so TTS 1. Bitch. Ja, der TTS 1 hatte ich auch selber jahrelang nicht auf den Schirm, dass der es gibt, dass der da mit dabei ist und dass der auch so ein schön klingendes Piano hat. Ja, man überrascht sich ja dann doch immer wieder selber, gell? Ja, und jetzt gibt es dann nächste Woche, werde ich dann noch das Video fertig machen zum 1000 Abonnenten Special. Ich kann euch echt gar nicht genug dafür danken, dass ihr da so fleißig mit abonniert habt und auch immer so toll kommentiert. Und es macht tatsächlich sehr viel Spaß mit euch, dieser Community dort zu arbeiten und für euch die Videos zu machen und sich mit euch zu unterhalten und auch teilweise echt mal hitzige Diskussionen und die dann wieder auf andere Ideen bringen. Also hier nochmal vielen lieben Dank, dass ihr da so schön dabei seid und ja, das 1000er-Video mache ich noch und dann bin ich jetzt erstmal für ein paar Wochen im Urlaub. Bisschen Durchschnaufer, mal nichts tun. Aber wie gesagt, Kommentare werden dir immer beantwortet. Da darfst du mir sonst einen Arsch zerreißen, wenn ihr nicht wisst, was hier da so ist, sie schreibt's. Ja, und ich sag wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus.